Ja. Ich meine, ein anderes wichtiges Thema ist Spracheingabe. Und ich weiß nicht, bei John Deere, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das teilweise eine Rolle spielt, ja, Spracheingabe. Oder ich weiß nicht, vielleicht so laut die Umgebung in so einem Trecker oder so, ne? In Maschinen, ne? Ist das Problem. Das ist auch im Auto zum gewissen Grad immer noch schwierig, obwohl da viel, sagen wir mal, Fortschritte gemacht wurden. Ja? Auch im Headset. Und das kann ich mir da auch wieder vorstellen. Ja? Ein Headset irgendwie ist auch irgendwie blöd. Halt, ne? Also, das heißt, hier muss man mit zum Beispiel mit sehr guten Richtmikrofonen arbeiten, ja, und mit so Noise Cancellation, dann kriegt man das vielleicht hin. Sehr verbreitet ist im Moment Spracherkennung und schon lange, ja, seit mehreren Jahren, bei den ganzen Pick-by-Voice-Aufgaben, also im Lager, ne? Wo der Computer per Sprache sagt, ja, begebe dich irgendwie Lagerplatz C5, kommissioniere dort 7 Einheiten und der Mitarbeiter geht dorthin, macht das und gibt dann zum Beispiel eine Bestätigung über die letzten 4 Ziffern vom Barcode oder so, liest er die vor, damit das System weiß, es stimmt. Ne? Also ganze Lager funktionieren so auch sehr robust, weil häufig hier dann auch eine sprecherabhängige Spracherkennung benutzt wird, weil das Vokabular ist eh relativ klein, ne? Und das funktioniert gut. Wir wissen jetzt aber auch mit Siri zum Beispiel, dass das tatsächlich auch in größeren Kontexten funktioniert. Aber Siri hat auch seine Limits, also wenn es laute Umgebung, wenn es über den Party-Vorführeffekt, ja, wenn die Leute versuchen, Siri auf einer Party vorzuführen, da genauso. Aber meine ganze Forschung in der Mensch-Maschine-Interaktion ist natürlich stark, konzentriert sich stark auch auf Sprachinteraktion. Es mag Bereiche geben, wo das nie eine Rolle spielen wird, aber ich glaube, dass viele Bereiche tatsächlich sprachinteraktionsfähig sind. Ja. Leute argumentieren häufig, ja, aber ich will doch in der Öffentlichkeit nicht mit dem Ding reden. Irgendwie, ja. Und dann, wir haben selber Untersuchungen gemacht bei Konrad hier in Saarbrücken, haben wir ein Regal hingestellt mit einem Sprachinterface, wo man Produkte nehmen konnte und mit den Produkten mehr oder weniger sprechen konnte, die konnte man befragen. Und das kam also sehr, sehr gut an. Die Leute haben das wirklich mit großer Begeisterung gemacht. Und was ich glaube, ist einfach auch so ein bisschen das kulturelle Verständnis, sich zu überlegen, ja, wie man selber Technik sieht, ja, wie man mit Technik interagieren will. Ich sage immer, noch vor was weiß ich, 10, 15 Jahren war es eigentlich unmöglich, mit dem Handy in der Öffentlichkeit zu telefonieren. Ja. Das war ja unmöglich. Ja. Inzwischen ist es in der Öffentlichkeit gar kein Problem mehr. Es ist eher in so abgekapselten Bereichen ein Problem. Theater, es ist immer noch, sagen wir mal, belastet, aber in der Öffentlichkeit ist es eigentlich kein Problem. Die Leute reden überall in der Öffentlichkeit. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass auch teilweise Interaktion mit Geräten, zum Beispiel Automaten, in der Öffentlichkeit genauso normal sein könnte, wenn die Technologie entsprechend gut und robust funktioniert. Also auch ein wichtiger. Communication and Hier ist complicated ein Beispiel, in wobei ich, real ach, jetzt sehen wir view. es, genau. So Ich weiß nicht, you ob Sie das see kennen, you das Sixth now here Sense System. going Das to ist the ein supermarket kamerabasiertes, and this gestenbasiertes shopping for System, was ein fifty Projektor dollars. verwendet And as it picks up a product, the system can recognize the und auf product that you're Dinge speaking of projiziert, die der Benutzer vor using sich either hinhält. image Ja. recognition or marker Also hier sieht technology. man das zum And Beispiel, given hier the die green light or Lebensmittelampel wird orange dort zum light, Beispiel he can ask for additional angezeigt. Das Produkt wird information. erkannt. So Und es this wird drauf projiziert. particular Alles über so ein green tragbares System, choice here was is a particularly good choice given Benutzer auf der his Brust personal trägt. Ja. criteria. Some of you may want the Also, das for the one with the ist most übrigens green Patty shade Mays vom rather than the most MIT, der das System ecologically mitentwickelt responsible hat. choice. Aber das ist so ein TED-Talk, kann man sich he angucken. Ja, picks wenn up man a nach Sixth book Sense in googelt, the ja, kann man bookstore. sich He das can in get the der Amazon gesamten link Länge that's anschauen. projected Das right gleiche on gilt top hier of the zum Beispiel book. auch für This Bücher. is Das ist auch so ein one typisches, wo man dann cartoonist zum Beispiel feature sich which gets irgendwelchen integrated User-Generated after Content the anzeigen results. lassen kann, wie zum And so Beispiel, wie viele Kanaka Sterne brings a picture das of the Buch book and can bekommen then hat. Ja, see so. additional information. Also haben wir einen großen Bereich. Ein anderer großer Eingabebereich, also über die Bilderkennung hinaus, ist die Direkteingabe auf Stoffen. Das ist also auch ein großes Feld, was sich sehr stark in den letzten Jahren entwickelt hat. Fällt so ein bisschen in diesen neuen Materialienbereich. Aber die Tatsache, dass ich leitfähige Stoffe herstellen kann, die sich aber immer noch gut anfühlen und tragbar sind, waschbar sind, ohne dass sie kaputt gehen, führt dazu, dass man also eine ganze Reihe von sehr spannenden, aus meiner Sicht, Interfaces bauen konnte. Zum Beispiel hier ein Interface, wo man über so Rüschen Sachen einstellen kann. Dadurch leichte Bewegung über diese Rüschen. Ne? Und das Kennen, die Bewegung erkennen und dann zum Beispiel MP3-Player, die Lautstärke oder was immer man darüber steuern will. Oder hier interaktive Stoffelemente auf so einer Tasche. Ne?
die dann auch eben, wenn man das mit seinem Handy, MP3-Player sozusagen verknüpft, ja, eben tatsächlich die Steuerung über das Gerät, über das Gerät ist über so eine Stofftasche. In Kombination mit Sensorik wird das Ganze auch spannend so in anderen Bereichen, also zum Beispiel im Ambient Assisted Living Bereich, wo es darum geht, eben zum Beispiel Vitalfunktionen von Menschen relativ wenig, ohne wenigen direkten Sensoreingriff ja, zu messen, zum Beispiel Herzrate oder so, indem die Sachen, die Sensoren einfach in die Kleidung integriert werden. Ich muss mir dann nicht irgendwelche Herz-EKG-Sensoren ankleben, ja, sondern ich ziehe einfach mein Unterhemd an und dann sind die im Prinzip drin. Das ist auch eine wichtige Entwicklung, die in den letzten Jahren vermehrt stattgefunden hat. Ja. Und ich habe noch so ein erste, auch so ein MP3, so eine Jacke mit einem integrierten MP3-Player, die gab es schon vor 10 Jahren. Da war das Ganze aber noch sehr, sagen wir mal, die Elektronikkomponenten waren doch relative Fremdkörper in diesem Stoffgewebe. Inzwischen sind die sehr stark integriert. Das muss man sagen. Also die Forschungsprototypen sind sehr interessant. Und klar, man muss trotzdem irgendwo eine Stromversorgung herbekommen und so weiter. Ja. Aber die Möglichkeit, das zum Beispiel an sein Mobiltelefon anzuschließen, durchaus eine attraktive Steuerung über einen Ärmel oder so macht sicherlich viel Sinn. Und dann wird das Mobiltelefon ein Teil des Wearable Computers, der dann tatsächlich wearable im Sinne der Definition, der ursprünglichen Definition war. Ja. Und dann ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten, was man mit solchen Systemen machen kann. Natürlich habe ich dann noch die Frage, wie mache ich die Ausgabe? Ja, Eingabe mag zwar nett sein, aber wie mache ich die Ausgabe? Das ist halt auch nochmal eine spannende Frage. Ja. Kann ich dann eben in die Brille integrieren zum Beispiel? Und dann könnte so ein Mobiltelefon schon immer noch existieren als Element, eventuell auch, wenn ich die entsprechende Aufmerksamkeit auf das Element richten möchte, auch als tatsächliches Objekt, was ich aus der Tasche hole. Aber vieles würde dann, viele der Funktionalität könnte auch so abgerufen werden über andere Elemente, Uhr zum Beispiel oder über die Brille. Hier sieht man noch weitere Beispiele, zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel zum Kissen, was wie so eine Funktionalität vom iPod hat. Dann hier ist eine, sind Elemente, wo ich klicken kann, aber auch reiben kann und entsprechend verändern kann. Eine ganz witzige Sache, ja, kann man, wie gesagt, die Folien stehen ja dann zur Verfügung. Unter Instructables kann man sich das sogar selber bauen. Hier ganz einfach einen MP3-Player auseinanderbauen und da integrieren. Zeit hat, ja, ist das sehr unterhaltsam. Gut. Andere Interfaces, die auch, sagen wir mal, so in die Ecke innovative Interfaces sind, ist alles, was mit Vibration zu tun hat. Gut, jedes moderne Handy hat das, ein Vibrationsalarm. Aber wenn ich das jetzt auch wieder kombiniere, mir vorstelle, ich kann Vibrationsmotoren in die Kleidung integrieren, ja, dann kann ich natürlich sowas machen wie den sogenannten vibrotaktile Benutzerschnittstellen, wie zum Beispiel den sogenannten Navigation Belt, also ein Gurt, den ich mir umlege und ein Navigationssystem mitkoppel, was zum Beispiel auch wieder auf meinem Handy läuft, und was dann entsprechend, wenn ich irgendwo abbiegen soll, als Fußgänger vibriert, dann die entsprechenden Stellen. Da gibt es auch ein ganzes Forschungsfeld. Was spannend ist, sagen wir mal aus, von der Grundlagenforschung, ist, dass tatsächlich man Wahrnehmung verschieden genau, also die Vibrationsstellen abhängig von der Orientierung am Körper unterschiedlich präzise wahrnimmt. Also vorne kann man relativ gut Winkel unterscheiden, hinten sehr schlecht. Ja. Das ist interessant. Wenn man dann Systeme baut, die das berücksichtigen, für die Navigation muss man das natürlich wissen. Ja. Und da wird also auch Forschung betrieben, auch schon seit einigen Jahren, wie das aussehen kann. Ja. Das heißt, wenn wir diese Sensoren mal haben, die leicht in der Kleidung zu integrieren sind, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir sowas auch nutzen werden. Es gibt noch eine andere sehr spannende, im Moment ganz aktuelle Forschungsrichtlinie, wo untersucht wird, ob ich zum Beispiel Vibrationen verwenden kann, um Druck vorzutäuschen. Zum Beispiel ein Problem, was Sie haben, wenn Sie eine Brille haben, ja, da schwebt ein Objekt vor mir, weil mir jetzt in die Brille eingespiegelt wird, wenn ich das jetzt berühren soll, ja, dann habe ich ja kein Feedback. Kein Rühren. Jetzt kann man natürlich so einen Handschuh tragen, ja, und der Handschuh vibriert, aber das ist natürlich blöd, weil ich will da nichts am Handschuh haben. Ja. Interessant wäre, ob, wie gut ich lernen kann, wenn zum Beispiel was an meinem Rücken vibriert, wenn ich das mit der Hand berühre, wie gut ich das verbinde, ja, mit der Berührung tatsächlich mit meinem Finger. Und es ist so, dass der Mensch, der menschliche Wahrnehmungsapparat, der so eine große, ich sag mal, Korrelationsmaschine ist, der versucht immer aus mehreren Ereignissen, die so passieren, ein sinnvolles Ganzes zu synthetisieren, ja, der lernt sehr schnell, kann sehr schnell lernen, fühlt dann tatsächlich, als ob der Finger, das wenn die Vibration hier hinten ist. Und was immer dann passiert, wenn man dieses virtuelle Objekt berührt, nimmt man das tatsächlich als einen Berührungspunkt wahr. Und man fühlt das wirklich tatsächlich dann in der Hand, nicht nur hier hinten. Sehr, sehr interessant. Es gibt auch ein anderes sehr spannendes
Experiment, das ist sozusagen ein falscher Handexperiment, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist auch sehr interessant. Die sehen ihre, das Experiment ist so aufgebaut, dass sie ihre Hand nicht sehen, ja, und stattdessen aber eine andere Hand sehen, zum Beispiel die Hand. Jetzt wird, ohne dass sie es sehen, auf ihrer echten Hand werden sie berührt und gleichzeitig berührt jemand anders die Gummihand. Das wird ein paar Mal gemacht und dann kommt es ihnen vor, als ob sie das in dieser Hand spüren. Nicht mehr links, ja, sondern daneben, halt, wo die Gummihand ist. Das heißt, es muss aber mit dem visuellen Sinn gekoppelt sein. Und es ist sogar so weit, dass sie, wenn dann jemand mit einem Messer kommt, ja, in die Gummihand stechen will, dass sie zurückzucken halt, ja, und das wegziehen. Und das Witzige ist, das geht nicht nur mit der Hand, sondern das geht auch mit anderen Objekten. Das heißt, sie müssen nur so handähnlich sein. Ja. Sie können auch irgendwie einen Regenschirm dorthin legen, das ist auch so ein bisschen länglich. Und das funktioniert genauso. Irgendwann, wenn Sie das Experiment ein bisschen machen, nehmen Sie diesen Regenschirm als Teil Ihrer selbst wahr, ja, und fühlen sich dafür verantwortlich. Also sehr spannend. Und da kann man sich natürlich überlegen, wie kann ich das für benutzerische Stellen nutzen, solche Ideen, ja, die auch diese Vibrationen und diese wahrnehmungspsychologischen Aspekte eben in Betracht ziehen. Also schon